Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto ob iit dux mein hartus qui primus comitum. Im Jahre des Herrn 1295 ist Herzog Meinhard verstorben. Er war der erste Graf von Tirol, der sich auch Herzog von Kärnten nannte. Viel Furchtbares und Schreckliches hat er vollbracht in unserem Land. Ganze Landstriche und Täler erobert, Burgen gebrochen, den Adel gedemütigt, wo er nur konnte, und ihn sich so weit unterworfen, dass die Grafschaft Tirol, einst geringer als die übrigen, diese schließlich alle übertraf. Zum eigenen und seines Geschlechtes Seelenheil ließ er das Kloster und Gotteshaus zum heiligen Johannes in Stams erbauen, wo selbst er auch bestattet ist. Entrüstung und Bewunderung sprechen aus den Zeilen des Marienberger Stiftspriors und Chronisten Goswin. Entrüstung über die gnadenlose Unterdrückung des Adelsstandes durch den Landesfürsten Meinhard II. Von Tirol-Görz. Bewunderung für dessen Werk. Das eigenständige Land Tirol. Dabei kommt die Landesbildung Tirols viel weniger auf Kosten jenes Dutzends alteingesessener Adelsgeschlechter zustande, die der Fürst im Laufe seiner Regierungszeit systematisch entmachtet, als vielmehr auf dem Rücken der beiden geistlichen Fürstentümer Trient und Brixen. Ihre Bischöfe bekämpft Meinhard mit so nachhaltiger und schonungsloser Hartnäckigkeit, dass er bald schon vom Papst als notorischer Kirchenverfolger, als Ketzer und Verächter der Schlüsselgewalt, von den Bischöfen selbst aber als Pharao von Tirol bezeichnet wird. Die Folge sind Bann und Interdikt. So stirbt denn der Begründer des Landes Tirol auch als ein Exkommunizierter. Von der Greifenburg in Oberkärnten, wo Fürst Meinhard am Allerheiligen Abend des Jahres 1295 verstirbt, wird sein Leichnam in feierlichem Trauerzug nach Innsbruck gebracht. Hier muss er zunächst in ungeweihtem Raum niedergesetzt werden. Erst als Abt Friedrich von Stams mit der päpstlichen Absolution aus Rom zurückkehrt, kann der Landesfürst seinem Willen gemäß in der von ihm gestifteten Klosterkirche beigesetzt werden. Das Stamser Epitaph vermittelt allerdings ein von jenem des Marienberger Chronisten deutlich abweichendes Meinhard-Bild, wenn es dort heißt: Heo Meinhard, actor pacis, litisque sub actor, zenobii factor. Weh uns, Meinhard, der den Frieden stiftet und den Streit begräbt, der fromme Gründer dieses Klosters und Wohltäter desselben, wie es keinen zweiten gibt, der Herzog und Graf, er ruht hier. Das Verbrechen bekämpft er und erwirbt sich so das Himmelreich. Man schreibt das Jahr 1252. Im Dezember dieses Jahres müssen sich Meinhards Großvater, Graf Albert von Tirol, und Meinhards Vater zu Lieserhofen einem Diktat des Salzburger Erzbischofs Philipp von Spanheim beugen. Der Kirchenfürst zwingt die beiden Grafen zu einem Gewaltfrieden, dessen drückende Bedingungen die ehrgeizigen Herrschaftspläne des Görz-Tiroler Bundes mit einem Schlag zunichte machen. Der Herzogtraum ist ausgeträumt. Die Eroberung Kärntens und der damit verbundene Aufstieg in den Reichsfürstenstand für den betagten Tiroler Grafen in unerreichbare Ferne gerückt. Dafür steht zum einen die ungeheure Entschädigungssumme von 4.900 Mark Silber und zum anderen die empfindliche strategische Schwächung des Görz-Tiroler Bundes im Osttiroler Raum, wo folgende Schlüsselstellungen an Salzburg abgetreten werden müssen. Die gräflich-görzische Stadtburg im alten Burgum von Lienz selbst, die Trauburg am sogenannten Kärntner Tor, dort wo die wichtige Nord-Süd-Verbindung über den Plöckenpass vom Trautal abzweigt, die Burg Virgen, welche das ganze obere Iseltal und damit den Aufstieg zum Felbertauern beherrscht, die Kienburg am Eingang zu den beiden Hochtälern von Defrecken und von Kals,
sowie Burg und Herrschaft Lind am Ausgang zum Kärntner Lurnfeld. Den schwersten Schlag für den greisen Tiroler Grafen stellt aber ohne Zweifel die Geiselhaft seiner beiden Enkel dar. Die beiden Brüder, Meinhard II. Und Albert, werden vom Salzburger Erzbischof als Bürgen für die Einhaltung des Lieserhofener Diktatfriedens in Gewahrsam genommen. Bedingungslos und unbefristet. Fest steht einzig und allein der Ort, an dem sie ihre Haft verbringen werden. Es ist die erzbischöflich-salzburgische Feste Hohenwerfen am Fuße des Tennengebirges. Hier wird Meinhard seine Jugendjahre zwischen 14 und 20 verbringen. Sein geistlicher Kerkermeister, der Erzbischof Philipp von Spanheim, ist nicht nur durch seinen unheiligen Lebenswandel berüchtigt unter seinen Zeitgenossen. Als Kirchenfürst, der zeitlebens jede priesterliche Weihe entschieden von sich weist, lebt er dem jungen Grafen in eigener Person den ganzen Zwiespalt vor, der sein Zeitalter in die beiden großen politischen Lager geteilt hat. Mit Recht stellt der Historiker Josef Riedmann fest, wenn Meinhard Zeit seines Lebens für die Ausübung weltlicher Herrschaftsrechte durch kirchliche Institutionen kein Verständnis aufbrachte und im Wesentlichen auf Kosten der Hochstifte von Trient und Brixen sein Territorium schuf, so haben nicht zuletzt die eigenen Erfahrungen in den einprägsamen Jugendjahren zu dieser Haltung des künftigen Tiroler Landesfürsten beigetragen. Weithin sichtbar, in strategisch wichtiger Lage, dort, wo sich das Engtal des Isonzo zur friaulischen Ebene hin öffnet, steht noch eine Burg, die ihrem Geschlecht, der ihr zu Füßen liegenden Stadt und der ganzen von ihr beherrschten Grafschaft den Namen gegeben hat. Schloss Görz. Das Geschlecht der Grafen von Görz besitzt bereits eigene Herrschaften im Osttiroler Raum, als es vom Patriarchen Sigihard von Aquileia, einem nahen Verwandten, mit den ersten Eigengütern und Lehen im Isonzotal und in der Friauler Ebene bedacht wird. Von den beiden Machtzentren Lienz und Görz ausgehend beginnt das Haus einen gnadenlosen Kampf um Eigengüter und Lehenschaften, welches sich vor allem auf Kosten seiner geistlichen Lehensherren, der Patriarchen von Aquileia, zu verschaffen weiß. Was bei den Tirolern die staufische Doppelkapelle, sind bei den Görzern die Ghibellinenzinnen, mit denen sie ihre Stammburg schmücken. Was bei den Tirolern der fortdauernde Kampf gegen die beiden Fürstbischöfe von Trient und Brixen, ist bei den Görzern der Vogteikrieg gegen das Patriarchat von Aquileia. Was für die Tiroler das benachbarte Hochstift Chur, ist für die Görzer das Erzbistum von Salzburg. Bald schon kommt es zu einem Schulterschluss zwischen den beiden Häusern, besiegelt durch wechselseitige Heiraten, wie der bereits erwähnten, zwischen Alberts Tochter Adelheid und Meinhard von Görz. Dieser Verbindung entstammen die beiden Brüder Meinhard II. Und Albert. Meinhard ist der Ältere und wird um das Jahr 1238 geboren. Er ist also gerade 10 Jahre alt, als es seinem Großvater gelungen war, den Kernraum des späteren Landes Tirol zusammenzufügen. Es ist die Zeit, da Albert von Tirol an eine Eroberung Kärntens denkt, um mit dem Land den Herzogshut und mit diesem die Reichsfürstenwürde zu gewinnen. Doch schon der erste Schritt auf diesem Weg führt zum Zusammenbruch. Bei einem Überfall auf Sachsenburg, die erzbischöflich-salzburgische Enklave am Drautor nach Mittelkärnten, wird Meinhards Vater vom Salzburger Erzbischof zurückgeschlagen, Drau aufwärts bis nach Greifenburg. Hier stößt er auf Albert. Und beim gemeinsamen Versuch, durch die Eroberung der Greifenburg die erlittene Niederlage wettzumachen, fällt der 70-jährige Tiroler Graf seinen Gegnern in die Hände und gerät in Salzburger Gefangenschaft. Der Preis für seine Freiheit sind die Auflagen von Lieserhofen mit der unbefristeten Geiselhaft seiner beiden Enkel. Alberts Vision ist ausgeträumt. Er überlebt die Schmach von Lieserhofen nur um wenige Monate und verstirbt auf seiner Stammburg, Schloss Tirol,
am 22. Juli des Jahres 1253. Gegen Ende des Jahres 1258 erlangt Meinhard die Freiheit wieder. Sein Bruder Albert bleibt weiterhin in Salzburger Gewahrsam. 6 Jahre Haft haben Meinhard früh gereift, vor allem aber völlig illusionslos gemacht. Auch Meinhards Ausgangslage hatte sich gegenüber Lieserhofen noch einmal verschlechtert. Als nämlich kurz vor seiner Freilassung Meinhards Vater verstorben war, hatte Fürstbischof Egno von Trient unverzüglich reagiert und die Wiederbelehnung des Görz-Tiroler Hauses mit Vogtei und Hochstiftslehen öffentlich in Frage gestellt. 4 Jahre vorher schon hatte eine Teilung des von Meinhards Großvater hinterlassenen Kernraumes von Tirol stattgefunden. Sie war notwendig geworden, da Meinhards Tante Elisabeth von Tirol, die Witwe Ottos von Andechs, eine zweite Ehe mit dem fränkischen Grafen Gebhard von Hirschberg eingegangen war. Zwar verstirbt noch während Meinhards Geiselhaft auch Elisabeth kinderlos, aber ihr zweiter Gemahl findet zunehmend Gefallen an den Besitzungen seiner Gattin. Er residiert auf Schloss Tauer, bezeichnet sich selbst als den Herrn des Inntales und spricht von Innsbruck als von unserer Stadt. Trotzdem verlässt Meinhard die Stätte seiner Geiselhaft mit dem festen Entschluss, auch aus einer geschwächten Position heraus, die Fäden der erfolgreichen Politik seines Großvaters Albert dort wieder aufzunehmen, wo sie diesem Niederlage und Tod aus der Hand genommen hatte. Um noch einmal den Historiker Josef Riedmann zu zitieren. Von Schloss Tirol aus, das auch Meinhard sich als Residenz erwählt, führt ihn sein erster Weg nach Trient. Er geht ihn mit allem, was er aufzubieten vermag, an Rittern und Dienstmannen. Denn nie so wie jetzt gilt es, Macht zu zeigen vor Fürstbischof und Domkapitel. Vor den Toren Trients lässt Meinhard großes Feldlager halten. Und der Aufmarsch zeigt Wirkung. Bereits am nächsten Morgen ist Fürstbischof Egno bereit, die Trienter Hochstiftslehen an den jungen Grafen Meinhard zu übertragen. Domkapitel, Ritter und Bürgerschaft von Trient werden Zeugen des feierlichen Aktes. Jähe Bestürzung erfasst jedoch die Anwesenden, als Meinhard die Zeremonie mit der Gefangennahme aller jener Häupter des Trienter Stiftsadels beschließt, die sich vorher gegen seine Belehnung ausgesprochen hatten. Dann setzt Meinhard dem gedemütigten Fürstbischof noch einen eigenen Stadthauptmann vor die Nase und verlässt als strahlender Sieger die Stätte seines ersten öffentlichen Auftritts. Ermutigt durch diesen Erfolg im Süden, wendet sich Meinhard unverzüglich gegen Norden und meldet beim Grafen von Hirschberg seinen Anspruch auf den Inntaler und Wipptaler Besitz seiner verstorbenen Tante Elisabeth an. Den aufsehenerregendsten Schritt seines ersten Regierungsjahres setzt Meinhard aber im Herbst 1259, als er in München die um 10 Jahre ältere Wittelsbacherin Elisabeth von Bayern zur Frau nimmt. Elisabeth ist die Witwe des letzten römisch-deutschen Stauferkönigs Konrads IV. Und die Schwester Herzog Ludwigs des Strengen von Bayern. Neben einer deutlichen Aufwertung für sein Görz-Tiroler Haus bedeutet die Heirat für den 21-Jährigen den Einstieg in die große Reichspolitik. Als Gatte der Königin-Witwe ist Meinhard nun auch der Stiefvater ihres 7-jährigen Sohnes Konradin, des einzigen legitimen Vertreters des staufischen Herrscherhauses. Er steht mit an der Spitze der Stauferpartei im Reich und wird so zwangsläufig zu einem der Gegenspieler des Papstes. Man wird nicht fehlgehen in der Annahme, dass Meinhard bei seiner Ehe mit Elisabeth auch an den Gewinn des ausgedehnten Stauferbesitzes im oberen Inntal denkt. Dafür ist die Zeit jedoch jetzt noch nicht reif. Wohl aber für den Sterzinger Schiedsspruch, der dem Rechtsstreit zwischen Meinhard und Gebhard von Hirschberg ein Ende setzt.
Er wird von Meinhards Schwager Ludwig von Bayern gefällt und zwingt den Hirschberger dazu, den ganzen alten Andechs-Tiroler Besitz, einschließlich der Stadt Innsbruck, sowie das Wipptal dies und jenseits des Brenners an Meinhard abzutreten. Dem einst so stolzen Herrn des Inntales verbleiben dort lediglich noch die Gerichte Schloss und Landgericht Tauer, einschließlich der Saline zu Hall, Fragenstein bei Zirl, Schlossberg bei Seefeld, Rettenberg bei Kolsas, Freundsberg bei Schwarz und Rottenburg bei Jenbach. 20 Jahre später wird Meinhard auch diese Herrschaften an sich bringen. Für eine Entschädigungssumme von 4.000 Mark Silber wird sich das Geschlecht der Grafen von Hirschberg endgültig aus Tirol zurückziehen. Im Jahre 1261 erwirkt Meinhard die Befreiung seines Bruders Albert aus der Hohenwerferner Geiselhaft. Die beiden Brüder treffen sich in Lienz, vermutlich bereits auf Schloss Bruck, dessen Bau durch Lieserhofen notwendig geworden, eben zu diesem Zeitpunkt seiner Vollendung entgegensieht. Sie beschließen, den Gesamthandgedanken ihres Großvaters aufzunehmen und ihren Besitz als Ganzes gemeinsam zu verwalten. Da Meinhard als der eindeutig stärkere unter den beiden Brüdern es aber vorzieht, auch weiterhin von Schloss Tirol aus zu regieren, bleibt dieses nach wie vor der Mittelpunkt des vereinigten Görz-Tiroler Territoriums. Hier fallen alle für das Land wichtigen Entscheidungen. So auch jene über den Geleitschutz für Meinhards Stiefsohn Konradin, als dieser sich anschickt, den Traumspuren seiner Väter nach dem Süden zu folgen, um das Stauffererbe in Italien zurückzugewinnen. Zwar steht Meinhard dem Italienzug des 16-Jährigen mehr als skeptisch gegenüber, doch scheint ihm das Unternehmen geeignet, die begonnene Säkularisation des Reichsfürstentums Trient zu vollenden. Unter dem Vorwand der militärischen Absicherung von Konradins Heeresstraße besetzt er über Nacht das gesamte Trienter Stiftsland von Bozen bis vor die Veroneser Klause und jagt Fürstbischof Egno aus seiner Residenz. Dann bemächtigt er sich der Festungen von Bergine, Levico und Covolo im Suganatal und öffnet so einen Korridor zum Adriahafen von Latisana, der seinem Hause gehört. Flankierend zu Meinhards Gewaltstreich gegen das Reichsfürstentum Trient überfällt sein Bruder Albert das Hoflager des Patriarchen von Aquileia, holt den Kirchenfürsten aus seinem Bett und setzt ihn im Nachtgewand und barfuß, wie er ist, auf seiner Görzer Stammburg fest. Bei der Kurie in Rom lösen diese Vorgänge helle Bestürzung aus. Papst Clemens IV. Reagiert mit der Androhung von Bann und Interdikt für alle jene, die Konradin auf seinem Italienfeldzug unterstützen. Dessen ungeachtet reitet Konradin im Oktober des Jahres 1267 an der Spitze seines Heeres in das jubelnde Verona ein. Er wird begleitet von seinem Onkel Ludwig von Bayern, von seinem Stiefvater Meinhard und von zwei weiteren treuen Parteigängern der Staufer, dem Hohenzoller Burggrafen Friedrich von Nürnberg und dem schwäbischen Grafen Rudolf von Habsburg. Der ganze Ghibellinentaumel, in welchem sich die Stadt Verona befindet, kann aber nicht über die kargen Geldmittel hinwegtäuschen, welche Konradin für sein Unternehmen zur Verfügung stehen. Dies ist der Augenblick für Meinhards Zugriff auf das begehrte Stauffergut im Gebirge. Für 2000 Mark Silber, welche Elisabeth umgehend ihrem Sohn Konradin zur Verfügung stellt, erwirbt er von seiner Gattin die Gerichte von St. Petersberg, Imst und Ehrenberg. Was so viel bedeutet wie das ganze obere Inntal zwischen Telfs und Finstermünz, einschließlich des Fernpasses und des Lechtales bis nach Reute im Außerfern. Nun ist die Kernlandschaft an der Etsch und im Gebirge unter dem Haus Tirol vereinigt. Der Italienfeldzug Konradins endet ein Jahr später mit der Niederlage von Tagliacozzo
und der Enthauptung des letzten Stauffersprosses auf dem Marktplatz von Neapel. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich jedoch Konradins Begleiter längst zurückgezogen aus dem Unternehmen. Rudolf von Habsburg als erster und noch rechtzeitig, um dem angedrohten Bannstrahl zu entgehen. Meinhard hingegen wird voll getroffen vom päpstlichen Zorn. Er habe der Trienter Kirche die Tunika vom Leib gerissen und das Pallium zerfetzt, so der Bannspruch von Cremona, weshalb er selbst exkommuniziert, sein Land aber dem Interdikt verfallen sei. Die päpstlichen Sanktionen gegen Meinhard werden an sämtlichen großen Kathedralen Oberitaliens angeschlagen. Von San Marco in Venedig über Vicenza, Verona und Brescia bis hinunter nach Mantova und Cremona. Gleichzeitig wird ein Schwarm von Bettelmönchen durch Meinhards Lande geschickt. Lärmenden Demagogen der Kurie gleich, so Hermann Wiesflecker, rufen sie mit Glockengeläute das Volk in die Kirchen, löschen dort nacheinander alle Kerzen bis auf die letzte und führen so den Gläubigen die Finsternis vor Augen, in der diese fortan schmachten müssten. Ohne heilige Messe, ohne Taufe, ohne letzte Ölung, ohne Sakrament der Ehe und ohne kirchliches Begräbnis. Das propagandistische Schauspiel gegen Meinhard bleibt jedoch ohne Wirkung. Längst hatte der Landesfürst vorgebaut und sich vor allem die Klöster und den niederen Klerus so weit verpflichtet, dass die Tiroler Priesterschaft es vorzieht, irregulär, also Rom gegenüber ungehorsam zu werden, als Meinhard die Gefolgschaft zu versagen. Bis auf den päpstlichen Bannstrahl war Meinhards Rechnung aus dem Unternehmen Konradin voll und ganz aufgegangen. Mehr als das. Denn das Feldlager von Verona hatte ihm auch noch die Freundschaft mit dem Grafen von Habsburg eingebracht. Eine Freundschaft, deren Tragweite zu diesem Zeitpunkt noch niemand vorausahnen konnte. Es muss auch eine Freundschaft auf den ersten Blick gewesen sein, sonst hätten die beiden Grafen nicht schon hier in Verona eine Absprache über die Vermählung ihrer beiden Kinder getroffen. Eine Absprache, zu der Rudolf von Habsburg auch noch 6 Jahre später steht, nachdem er von den Kurfürsten zum römisch-deutschen König erhoben worden war. Auf die seinerzeitige Vereinbarung mit dem Tiroler Grafen angesprochen, unterbindet der Habsburger jede weitere Mutmaßung mit der Erklärung: Kein König ist so hochgestellt, dass er sich Meinhards als eines Anverwandten schämen dürfte. Tatsächlich wird im Herbst des Jahres 1274 auf dem Reichstag zu Nürnberg feierliche Hochzeit gehalten zwischen Rudolfs ältestem Sohn Albrecht, dem späteren römisch-deutschen König, und Meinhards Tochter Elisabeth von Tirol-Görz. Die Ehe ist mit 13 Kindern gesegnet und wird als eine glückliche bezeichnet. Durch sie wird Meinhards Tochter Elisabeth zur Stammmutter aller in Österreich regierenden Habsburger. Im Grunde wird hier schon der 90 Jahre später vollzogene Übergang Tirols an das Haus Habsburg eingeleitet. Meinhards politische Erfolge, sein gesellschaftlicher Aufstieg, seine territorialen Erwerbungen führen dazu, dass sein Bruder Albert immer stärker auf eine Teilung des Gemeinschaftsbesitzes drängt. Im Frühjahr des Jahres 1271 ist es soweit. Der ganze Herrschaftskomplex zwischen dem Engadin und Außerfern im Nordwesten, dem Isonzotal und Istrien im Südosten wird geteilt. Der auf Schloss Tirol ausgefertigte Vertrag bestimmt die Haslacher Klause bei Mühlbach am westlichen Eingang des Bustertales als neue Grenze. Meinhard übernimmt den territorial geschlosseneren westlichen Teil der einstigen Görz-Tiroler Gesamthand, nennt sich fortan Graf von Tirol-Görz und führt den Tiroler Adler in seinem Wappen.
Sein Ziel ist die Schaffung eines straff zentralisierten, finanzstarken Beamtenstaates ohne feudale Zwischengewalten. Die Voraussetzungen dafür sind denkbar günstig. Fürstbischof Egno von Trient ist längst schon zum hilflosen Werkzeug seines Vogtes geworden. Der Brixner Fürstbischof Bruno von Kirchberg hingegen zögert viel zu lange, seinem Vogt mit Entschiedenheit entgegenzutreten. Zunächst benötigt er dessen Hilfe im Kampf gegen die eigenen Ministerialen. Der Preis, den er Meinhard dafür zahlen muss, besteht fast durchwegs in der Hälfte der für ihn zurückgewonnenen Güter. So bringt allein die Entmachtung der Herren von Eichach, dem Tiroler Grafen mit Philanders, Gufidaun, Philnöss, Laien, Albeins, Afers und Tschötsch, nicht weniger als 7 blühende Eisacktaler Herrschaften ein. Mit dem Erwerb der Herrschaft Rodeneck stößt Meinhard dann endgültig an die Tore der fürstbischöflichen Residenz vor. Am Beispiel der Gründung des Marktes Mühlbach an der neuen Grenze zwischen Tirol und Görz wird die ganze Hilflosigkeit offenbar, mit der Bischof Bruno von Brixen seinem Vogt ausgeliefert ist. Auf ureigenstem Brixner Kirchengrund lässt Meinhard einen Marktflecken erbauen, dessen Hauptzweck es ist, den Handel von der von Bischof Bruno selbst gegründeten Stadt Brunneck im Pustertal abzuziehen. Die Demütigung des Fürstbischofs wird vollständig, als er den Landraub durch eine nachträgliche Verleihung an Meinhard auch noch bestätigen muss. Am Ende einer sich über 2 Jahrzehnte hinziehenden, einseitig verlaufenden Auseinandersetzung hat sich auch der Brixner Fürstbischof mit seinen Lehensherrschaften dem Land Tirol untergeordnet. In völliger Übereinstimmung übrigens mit dem herrschenden Zeitverständnis, das bereit war, denjenigen als wirklichen Herrn anzuerkennen, der auch die tatsächliche Gewalt übte. Zugleich mit der systematischen Entmachtung der beiden Fürstbischöfe von Trient und von Brixen hat Meinhard auch einen erbarmungslosen Kampf gegen die eingesessenen Adelsgeschlechter aufgenommen. Sie bekommen seine ganze Grausamkeit und Härte zu spüren und müssen schließlich der von Meinhard geübten Kombination von Geld, Erpressung und Gewalt weichen. Im Zuge der gnadenlosen Entmachtung des Adels fallen Meinhard mehr als 50 Burgen zu. Weitere 20 lässt er durch gründliche Erneuerungsarbeiten wieder wehrtüchtig machen. So entsteht jene eindrucksvolle landesfürstliche Burgenflucht der ganzen Etsch entlang bis hinauf zum Reschenscheideck. Von dort den Inn hinunter bis zu der von Meinhard gezogenen Nordostgrenze gegen Bayern an der Aachenseefurche und wiederum von Innsbruck die Sill hinauf bis zum Brennerpass. Und von dort den Eisack hinunter bis zu dessen Mündung in die Etsch. Eine Burgenflucht, welche neben der Landesverteidigung vor allem der Sicherung der Durchfahrtsstraßen dient. Meinhard besetzt die Burgen mit besoldeten Hauptleuten aus den sogenannten niederen Schichten und stellt ihnen jeweils eine kleine, ebenfalls besoldete Besatzung zur Seite. Im Frieden leistet diese auf das ganze Land verteilte stehende Söldnertruppe Schutz und Wachdienste. Im Krieg stellt sie die Kernmannschaft des Landesfürsten dar. Mit dieser Einrichtung hat Meinhard das ganze Land befriedet und zugleich die Voraussetzungen für einen gesicherten Transitverkehr geschaffen. Tatsächlich belebt schon bald ein äußerst reger Handelsverkehr Tirols Verbindungsstraßen, gefördert durch eigene Handelsabkommen, die Meinhard mit den Dogen von Venedig und mit den Herren della Scala von Verona abschließt. Das geflügelte Wort vom größten Goldschatz, den man im offenen Wagen durch ganz Tirol führen könne, entsteht. Als der seinerzeit von Meinhard mit Gewalt geöffnete Zugang zur Adria von den Städten Padua und Treviso immer öfter gesperrt wird, löst Meinhard das Problem, indem er zunächst von seinem Bruder den an der Tagliamento-Mündung gelegenen Hafen von La Tisana pachtet und anschließend die flussaufwärts angrenzende Herrschaft
von Belgrado erwirbt. Damit steht er bereits in Gemona, einem alten Tiroler Lehen aus dem 12. Jahrhundert. Als es ihm auch noch gelingt, die Herren von Schattenberg dazu zu bewegen, ihm Stadt und Herrschaft von Venzone samt Schlössern und Dörfern gegen 2000 Mark Silber zu verkaufen, verfügt Meinhard über einen eigenen, geschlossenen Landstreifen von der Adria bis an den oberen Tagliamento. Von hier gelangt er auf Görzer Hoheitsgebiet über das Cadore und Cortina d'Ampezzo in das Pustertal und weiter bis an die Mühlbacher Klause. Aus der Erkenntnis heraus, dass das Rittertum endgültig ausgedient habe und die Zukunft den Städten gehöre, beginnt Meinhard mit einer gezielten Förderung derselben. Durch Vorschreibung der Durchfahrtsrouten, durch Marktzwang und Handelsmonopol, durch Herbergs- und Schankmonopol lenkt er den reichen Geldstrom des Handelsverkehrs in seine Städte und Märkte. Umgehend nehmen diese die neuen Chancen wahr. Innsbruck etwa, das mit der sogenannten Neustadt der heutigen Maria-Theresien-Straße die erste entscheidende, durch den gesteigerten Handelsverkehr gebotene Erweiterung erfährt. Auch in Sterzing entsteht eine Neustadt stattlichen Ausmaßes als erweiterte Kaufmanns- und Handwerkssiedlung. Hier beteiligt sich der Landesfürst sogar an den Kosten für die neue Stadtmauer. So sehr drängt es ihn, den bischöflichen Städten Brixen und Klausen einen bewährten tirolischen Gegenpol vorzusetzen. Noch bevor sich Meinhard dazu entschließt, die Handelsstadt Bozen mit Gewalt in seinen Besitz zu bringen, lässt er unmittelbar vor ihren Toren Markt und Festung Gries erbauen. Merans Sonderstellung unter den Städten Tirols ist schon durch seine unmittelbare Nähe zur landesfürstlichen Residenz gegeben. Unter Meinhard erlebt die Stadt jedoch einen zusätzlichen Aufschwung durch die neu eingerichtete Münze. Hier lässt Meinhard den sogenannten Adlergroschen schlagen. Unverkennbar der staufische Kaiseradler, der ihm aufgeprägt ist. Es ist die erste Mehrpfennigmünze des deutschen Sprachraumes, die bald schon keine Konkurrenz mehr hat zwischen Verona und Augsburg. Nicht weniger erfolgreich ist Meinhards zweite Münzprägung, die vom Doppelkreuz, das hier aufgeprägt ist, die heute noch geläufige Münzbezeichnung Kreuzer bekommen hat. Was für Meran die Prägung des Silbers, ist für Hall die Erzeugung des weißen Goldes. Als mit der Errichtung der neuen Sohle-Leitung aus dem Halltal und der Modernisierung des Haller Sudhauses die Salzerzeugung unter Meinhard um ein Vielfaches gesteigert wird, beginnt der rasche Aufstieg der Tiroler Salzstadt. Der Landesfürst fördert aber nicht nur die bereits bestehenden Märkte und Städte, sondern er schreitet auch ohne Zögern an Neugründungen, wo ihm solche geboten erscheinen. So lässt er Imst zum Markt ausbauen, damit der Handel und Fernverkehr des oberen Inntales zentral kontrolliert und genutzt werden kann. Um zugleich auch eine befestigte Absicherung des Imster Straßenkreuzes zu erhalten, stellt er dem Markt die baldige Erhebung zur Stadt in Aussicht. Diese unterbleibt dann allerdings, da die dafür notwendige Errichtung einer Stadtmauer von den Imstern nie in Angriff genommen wird. Im oberen Finchgau dagegen benötigt Meinhard unter allen Umständen einen befestigten Stützpunkt in seinem erbitterten Kampf gegen den Bischof von Chur. So beschließt er, aus dem kleinen Weiler Glurns eine Stadt zu machen und fördert dieses Vorhaben durch Gewährung einer 10-jährigen Steuerfreiheit. Als Konkurrenzmarkt zum bischöflich-kurischen Markt Münster und als große Niederlage für den Salzfernhandel zwischen Hall und dem Engadin blüht Meinhards Neugründung alsbald auf. Die einzige Tiroler Stadt, mit der der Landesfürst nicht zurechtkommt, ist Bozen. Ihre Bürger wollen sich die äußerst milde Herrschaft des Trienter Krummstabes um jeden Preis erhalten. Als sie sich jedoch dazu hinreißen lassen, das von Meinhard erworbene Stadthaus bei St. Afra bis auf den Grund zu zerstören und die Anhänger des Tiroler Grafen aus der Stadt zu vertreiben, ist das Maß voll. Der Landesfürst rückt mit einer starken Truppe vor die Tore der Stadt.
Er zerstört alles und brennt nieder, was sich außerhalb derselben befindet, lässt dann die Schutzbauten an Isaac und Talfa niederreißen und setzt die Stadt unter Wasser. Nach ihrer Unterwerfung rächt sich Meinhard an Bozens Bürgern, indem er die Stadtmauer samt Toren und Wehrtürmen schleifen lässt, um sie nie wieder aufrichten zu lassen. Hatte Meinhards Großvater noch mehr oder weniger vom Sattel seines Reitpferdes aus regiert, so macht Meinhard die Schreibstube zum Mittelpunkt seiner Regierungs- und Verwaltungsarbeit. Mit der Einführung der sogenannten Reit- oder Rechnungsbücher, welche die gesamten Einkünfte des Landesfürsten erstmals schriftlich erfassen, und mit der Anlage des sogenannten Urbars, des Verzeichnisses aller Erträge der landesfürstlichen Güter, wird Meinhard zum Bahnbrecher der schriftlichen Verwaltung und somit zum Begründer der modernen Bürokratie in Tirol. Damit die Verwaltung wirksam werden kann, überzieht Meinhard sein Land mit einem Netz lokaler Gerichte, in denen ein meist von ihm selbst bestellter Amtswalter mit dem Titel eines Judex oder Richters für die geordnete Zahlung von Abgaben, Steuern, Zins- und Bußgeldern zu sorgen hat. Die Erhebung seines Freundes Rudolf von Habsburg zum römisch-deutschen König stellt in Meinhards Leben den Glücksfall schlechthin dar. Nur unter dem Schutzmantel des königlichen Wohlwollens kann er sich jene unerhörten Übergriffe gegen Bischöfe und Adel erlauben, die ihm schließlich die uneingeschränkte Landesherrschaft einbringen. Von den bedrängten Bischöfen, wiederholt als oberste Instanz des Reiches angerufen, fällt Rudolf eine Reihe orakelhafter Schiedssprüche, die in Wirklichkeit nichts anderes sind als die Anerkennung der von Meinhard geschaffenen vollendeten Tatsachen. Einer der Gründe für dieses einseitige Verhalten König Rudolfs ist auch darin zu suchen, dass der König bei Erledigung seiner vielfältigen Reichsgeschäfte wiederholt auf die finanzielle und militärische Hilfe seines Freundes angewiesen ist. So etwa bei seinem Vorgehen gegen König Ottokar von Böhmen. Dieser hatte sich in der kaiserlosen Zeit mit den Herzogtümern von Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain gleich eine ganze Reihe alter Reichslehen angeeignet, die König Rudolf nun wieder in den Schoß des Reiches zurückführen will. Nachdem sich der Böhmenkönig allen diplomatischen Bemühungen verschließt, wird schließlich ein Feldzug gegen ihn eröffnet. Während König Rudolf von der Reichsstadt Nürnberg aus an die Donau vorrückt und dann versucht, stromabwärts durch das von Ottokar besetzte Herzogtum Österreich bis nach Wien vorzustoßen, führt Meinhard den entscheidenden Flankenstoß im Süden, wo er, vom Pustertal kommend, ganz überraschend in Kärnten einfällt. In kürzester Zeit gelingt es ihm, die böhmische Herrschaft in Kärnten und in der Steiermark zu brechen und mit seinem Heer bis nach Graz vorzustoßen. Nach kurzer Belagerung nimmt er die Stadt und lässt anschließend in Kloster Rhein die versammelten steirischen und kärntnerischen Landherren den Treueschwur auf König Rudolf von Habsburg leisten. Vor den Toren Wiens erwartet Meinhard dann die Ankunft seines Königs. Angesichts der neuen politischen Lage sieht sich Ottokar gezwungen, auf die vom Reich zurückgeforderten Länder zu verzichten. Kniend leistet er im Wiener Heerlager den Treueschwur vor König Rudolf von Habsburg. Mit Ottokars militärischer Niederlage auf dem Marchfeld ist dann auch die Entscheidung über die Zukunft Mitteleuropas gefallen. Auf dem Augsburger Reichstag des Jahres 1282 werden König Rudolfs Söhne Albrecht und Rudolf mit den Herzogtümern Österreich, Steiermark und Krain belehnt. Damit ist die Festsetzung der Habsburger in diesen Ländern vollzogen. Meinhard von Tirol hat zu dieser Entwicklung entscheidend beigetragen. Nun scheint Meinhards Erhebung in den Reichsfürstenstand nichts mehr im Wege zu stehen, würde nicht erneut ein kirchlicher Bannspruch auf ihm lasten. Einem Gebannten mussten aber die drei geistlichen Kurfürsten ihre Zustimmung zu dieser Erhebung versagen.
Nur einmal in seinem Leben hatte der Tiroler Graf eine Tat gesetzt, die seine fromme Gesinnung vor aller Welt beweisen sollte. Es war die auch von seiner Gemahlin Elisabeth von Bayern mitgetragene Gründung des Zisterzienserstiftes Stams. Sie hatte ihm auch tatsächlich die Lösung vom Kirchenbann durch Papst Gregor X. eingebracht. Trotzdem wäre es nicht richtig, Meinhards Stiftung allein unter diesen propagandistischen Vorzeichen zu sehen. Zumal der Landesfürst erklärterweise auch die Sicherung seines eigenen Seelenheiles im Auge hatte, so wie es dem mittelalterlichen Zeitverständnis entsprach. Darüber hinaus ging es Meinhard auch darum, für sich und sein ganzes Geschlecht eine neue, würdige Grablege zu schaffen. Ein Tiroler Gegenstück zum Benediktinerkloster von Rosazzo im Friaul, der letzten Ruhestätte der Grafen von Görz. 10 Jahre später bedarf es keiner Klostergründung mehr, um Meinhard vorübergehend vom Kirchenbann zu lösen. Diesmal gibt sich die Kirche mit der Unterzeichnung eines Vertrages zufrieden, in welchem er dem Fürstbischof von Trient einen auf 4 Jahre befristeten Frieden zusichert. Nun endlich ist der Weg frei. Auf dem im Jänner des Jahres 1286 zu Augsburg abgehaltenen Reichstag erfüllt sich Meinhards Fürstentraum. Wir haben Meinhard, Grafen von Tirol, für sich und seine Erben mit dem besagten Herzogtume des Landes Kärnten zu belehnen Sorge getragen, so die von König Rudolf besiegelte Urkunde, indem wir demselben das Recht, die Ehre und den Titel der übrigen Reichsfürsten auf immer verleihen. Am St. Egidiustag desselben Jahres erscheint Meinhard von Tirol auf dem Kärntner Zollfeld und unterzieht sich den Einsetzungszeremonien, wie sie hier seit Urzeiten im Gebrauch sind. Sie beginnen am Fürstenstein nahe der Karnburg, wo der neue Fürst in einfachem Bauerngewand dem Volk versprechen muss, zum Nutzen des Landes zu regieren. Sie werden fortgesetzt mit einem feierlichen Hochamt in Mariasaal, wo der Herzog für sein Amt gesalbt und geweiht wird. Und sie erreichen ihren Höhepunkt und Abschluss am Herzogstuhl auf dem Zollfeld mit der Huldigung des versammelten Landadels und der Lehensvergabe durch den neuen Landesfürsten. Hier, auf dem Kärntner Zollfeld, hat Meinhard das erreicht, was er sich in seiner langen Geiselhaft auf Hohen Werfen zum Ziel gesetzt hatte. Neun Jahre später schließt sich der Kreis. Auf der Greifenburg in Oberkärnten, jener Burg, von der einst Meinhards Geiselhaft ihren Ausgang genommen hatte. Der todkranke Fürst befindet sich auf der Durchfahrt nach Tirol und muss hier seine Reise unterbrechen. Er ahnt, dass das Ende seiner Tage herangekommen ist und legt sein Testament nieder. Sein Wunsch, an der Etsch zu sterben, geht nicht mehr in Erfüllung. Äußerst spärlich ist die Zahl der sichtbaren Zeugnisse, die von Meinhard auf uns gekommen sind. Dafür hat sich aber eine feste Einrichtung aus seiner Zeit bis in unsere Tage erhalten. Es ist die von Meinhards Tochter Elisabeth gestiftete Jahrtagsmesse für die verstorbenen Tiroler Landesfürsten. Sie wird alljährlich am St. Elisabethstag in der Kapelle von Schloss Tirol gefeiert. Durch nunmehr 7 Jahrhunderte ist der Gedächtnisgottesdienst Anlass für die Regierenden des Landes, sich wenigstens einmal im Jahr an jener Stätte zu versammeln, von der das Werden Tirols seinen Ausgang nahm. Die Überlieferung will es, dass die Messe von den jeweiligen Äbten der 6 Tiroler Stifte gemeinsam gefeiert wird. Ein Umstand, dem nach der Zerreißung des Landes im Jahr 1919 Symbolcharakter zukommt.